Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Hofbergmann. So, mach erstmal hier die Bahn zu Ende. Ich habe mir das Ding jetzt mit drauf genommen, was ich letzte Folge mal gesagt hatte. Und das will ich gleich mal testen. War es immer hoch und dann immer runter. Und jetzt können wir es uns schon mal Baubentechnik. Das ist ja der Standard und das ist jetzt der da. Gucken wir mal, wie der sich macht. Ich bin erstmal bis Mieden. Wenn er Krütze ist, dann ist er Krütze. Wenn er nicht Krütze ist, dann ist er nicht Krütze. Aber dazu müssen wir ja erstmal hier hochkommen. So. Wenn ich damit schneller bin, wäre es ein Vorteil. Weil ich wahrscheinlich den Schlepper eh austauschen werde, dann auf den anderen wechseln, auf den Winter. Mit Symbolisieren und sowas. Muss ich aber gucken. Wenn es da ran ist, will ich so viel Geld rausschmeißen alles. Die Wiese wäre nicht schlecht und noch die BGA. Wäre von Vorteil. Aber wir gucken mal, wie sich das alles so weit entwickelt bis dahin. Weil mehr Technik brauche ich ja für die Wiese auch noch. Also gucken wir mal. So, let's go. Hört ihr schon was vergessen oder nimmst du wieder mit? Dann nimmst du wieder nicht mit. Ich verbringe noch immer. Muss ich da mal gucken. Ein bisschen Spaß wegkriegen eventuell. So. Und da jetzt mal ganz hier hinstellen und abkoppeln. Und jetzt fahren wir mal ganz flott zum Händler. Ja, ich komme mal hier durch. So, gucken wir mal, damit schneller sind, weil wir da mehr Meter machen. Wünschen würde ich es mir. So, Vollgas voraus hier. Da ist ein kleiner Händler. Dann muss ich an der Stelle durch das Ding da hinten ein Gewicht dran hängen muss, aber das wäre erstmal Boden bis nach hinten.
Und hier haben wir den Spaß. Ich muss heute was tanken. Warum mal Dieselfass hier hochfahren müssen, kleines. Kann ich mal per Tankstelle platziert hier. Oh, hier randalieren sie bei mir im Haus. Oder spielen Bowling. Das hat gerade auch nicht gescheppert. So. Irgendwas kommt durch das Tor raus, wenn die gut aussehen. Und die allzu breit sind. Drücken wir mal die Daumen. Ist so breit wie der Weg. Das ist nicht so breit wie der Weg. Oh, dicke. Und sind Sorgen gemacht. Ich bin ja mal gespannt, ob das jetzt abgeschmiert was durchgepackt. Jo. Das auch nicht. Ich muss gerade Form hier finden. Ja, sonst ist gut aus. Dann willst du mittig hier drinnen bleiben. Nur mal damit ein Blumentopf gewinnen, würde ich sagen. Dann habe ich was vergessen. Wir müssen hier ein Stück weiter finden. Das ist ein Punkt mit dem Reden. So, ich frisch überzeugen tut mich das Ding noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Überzeugt mich nicht. Ganz ehrlich, überzeugt mich nicht die Bohne. Da stehen nur die Reben zu weit auseinander dafür, ich weiß es nicht. Aber mich überzeugt das Ding nicht wirklich.
Dann steht das so. Oder zumindest ordentlich. Das kann ich schon mal sagen. Und vergessen wir die Trennung. Immer wieder mal nicht. Und auch immer. Aber solche Stellen. Da geht's. Die Idee war gut, aber das war die Ausführung noch nicht. Brauchen Sie da vorne. Ja. So. Let's go. Der Hälfte haben wir jetzt in dem großen Ding, wollte ich fast sagen. Aber gerade die Nase. Werden wir noch ein bisschen Wein machen hier.
Zack. Ich muss sagen, wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende das Spiel. Wenn ich den Wein runter habe, geht es erstmal in meine Versimplung, glaube ich. Ich glaube, das war Versimplung. So. Wenn ich das so richtig will. Wenn ich das andersrum rangehe, geht er auch nicht weg. So rangeht es. Ja. Das ist die ordentliche Kohle. Das war aber wohl, da geht das einfach dann weg. Hat bestimmt schneller wie 42. Weiß es nicht. Ganz reif, das ist mir. Wir geben uns Mühe. So, let's go, weiter geht's. Aber wir sind erstmal am folgenden Ende angekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao. Euer Yasuo.